ist die allererste Folge von Bau dein Business. Eine Folge, die GoDaddy möglich macht. Vielen Dank dafür vorab. Es kommen noch einige weitere. In der ersten Folge ist jemand zu Gast, der schon mehrere Businesses gebaut hat und gerade wieder eins baut und von dem wir hoffentlich lernen können, wie man Businesses baut. Das ist ja das Ziel des Ganzen hier. Thomas Krämer, aktuell unterwegs mit Forrest Gump. Moin, Thomas. Moin, hallo. Sag mal ganz kurz, wir sind ähnlich alt, so 40. Ja. Ich bin bald ein paar Monate älter. Okay, nee, 40 passt. Du hast lange auch in Hamburg gelebt, hast du mir gerade vorab erzählt. Genau. Und hier schon eine Firma mit aufgebaut. Erzähl mal so ein bisschen, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, seit vielleicht mal deiner Bankausbildung. Okay, 40 Jahre, du sagst es, also liegen ein paar Jahre dazwischen. Bankausbildung habe ich mit Anfang 20 ja gemacht. Dann BWL studiert, ganz klassisch, und war eine Zeit lang im Automobilbereich unterwegs. Und bin dann über Stationen bei Viva Con Agua, wo ich mich freiwillig engagiert habe und nochmal ein neues Studium im Bereich ökologische Landwirtschaft und Forstwirtschaft tatsächlich in den Anfangszeiten bei Lemonade Charity gelandet, hier in Hamburg. Und Lemonade, das ist vielleicht nicht allen bekannt, ist ein Getränk am Ende, Charity auch, aber der Zweck dieser beiden Getränke ist am Ende, dass man auch Umsätze generiert, die dann gespendet werden. Genau. Also es sind Fairtrade- und biozertifizierte Zutaten, die wir da benutzt haben, um diese wunderbaren Softdrinks und auch Tees, Heißtees, zu kreieren, zu machen. Und ein Teil der Erlöse, also pro Flasche immer 5 Cent, sind in den Limited Charity e.V. gegangen. Und damit haben wir Entwicklungshilfeprojekte weltweit finanziert. Mhm. Sag mal ein bisschen, wie groß ist die Firma damals geworden? Also wir waren dann am Ende bei über 100 Mitarbeitern und knapp 10 Millionen Euro Umsatz. Und habt dann wie viel davon als Spenden generiert? Über die Zeit waren es über 4 Millionen Euro, die an Spenden zusammengekommen sind. Okay, ja. Okay. Also schon eine super Sache. Ja, auf jeden Fall eine relevante Größe und auch viele relevante Projekte, die wir damit finanziert haben. Okay, und dann hattest du hier ein schönes Leben in Hamburg, hattest irgendwie eine sinnvolle Firma, bei der du sozusagen mit im Team warst, das aufgebaut hast, auch irgendwie einen extrem guten Zweck, also Purpose war auch irgendwie da. Mhm. Warum jetzt auf einmal Kaugummis und Köln und so? Also Köln aufgrund der Tatsache, dass ich mit der Familie dahin gezogen bin, dort eine Familie gegründet habe, quasi parallel zur Gründung von Forrest Gump ist mein Sohn geboren worden und ich und meine Frau kommen beide aus dem Rheinland, deshalb wollten wir sowieso dahin zurück, auch wenn der Abschied aus Hamburg nicht so leicht gefallen ist weg von Lemonade, weil die Idee da war, Forrest Gump zu machen tatsächlich am Ende des Tages. Also, aber Kaugummis, ich meine, ja, Kaugummis. Ja gut, die Inspiration für das Kaugummi hatte ich tatsächlich schon vorher, sehr lange, also und habe irgendwann rausgefunden, das war schon im Studium, dass eigentlich mal Kaugummi aus Baumsäften gemacht wurde. Das hat der Professor so in der Vorlesung gedroppt und ich war eigentlich sicher zu der Zeit, dass es noch so ist, dass es halt eben ein natürlicher Kautschuk in Kaugummi steckt. Habe das dann gegoogelt, habe es mehrfach recherchiert und dann festgestellt, dass heutzutage Kaugummis aus thermoplastischen Polymeren gemacht werden. Und Polyisobuten, Polyvinylacetaten, das sind erdölbasierte plastische Stoffe, die so auch in Autoreifen oder Plastikflaschen vorkommen. Und die sind die stecken in der Grundmasse von heutigen Kaugummi. Und nicht mehr das aus dem Baum. Sozusagen. Genau, und nicht mehr der Saft auf dem Baum, so wie die Mayas es schon gekaut haben. Das habe ich dann, erstmal hat mich das schockiert und ich dachte, okay, krass, das weiß wirklich niemand. Also ich habe ja mit ein paar Freunden drüber gesprochen oder habe das dann eben auch in Artikeln recherchiert und die wenigsten Leute wissen wirklich, was in Kaugummi steckt und das hat mich dann ja ein Stück weit geärgert, aufgeregt, aber auch irgendwie so dazu inspiriert zu sagen, gut, wenn alle Leute das nicht wissen und die wenigsten Leute wirklich, glaube ich, Lust haben, auf Kaugummi zu kauen, ist für die wenigsten, auf Plastik zu kauen, für die wenigsten appetitlich ist, da muss es doch eine Alternative zu geben. Und das war der Stein, der ins Rollen gekommen ist und der Anfang des Weges für Forrest Gump. Okay, und jetzt, Wahnsinn, ne? was einen alles inspirieren kann. Und
fangen wir da der Reihe nach an. Dann hast du irgendwie recherchiert, wo kann ich jetzt sozusagen noch ursprünglich hergestelltes Kaugummi herbekommen? Und dann bist du worauf gestoßen? Genau, also ich habe dann tatsächlich, erstmal bin ich in die Historie zurückgegangen, habe geguckt, woraus hat man das denn damals gemacht und gibt es dazu Alternativen? Es gibt kaum Alternativen im Markt weltweit zu plastifizierten Kaugummi. Und dann bin ich selber um die Welt gereist, habe mir Plantagen und auch ursprüngliche Ressourcen angeguckt. Und einer der Ressourcen, die sich super gut dafür eignet, um Kaugummi zu machen, um eine natürliche Kaumasse herzustellen, ist eben Chicle. Und das ist ein Baumsaft des Breiapfelbaums. Dieser Baum steht in Zentralamerika, Mexiko, Guatemala, Belize, Nicaragua, Honduras. Und diesen Saft kann man aufkochen und super verarbeiten zu einer natürlichen Kaumasse. Das habe ich dann gelernt, habe in meiner Küche zu Hause angefangen, Kaugummi zu kochen, viele Kochtöpfe ruiniert, die Küche halb verklebt und aus diesem Lernen und dann auch eine Zusammenarbeit mit Produzenten ist tatsächlich das Produkt entstanden, das wir heute haben. Und der Produzent ist in Deutschland? Nee, der ist in Europa an verschiedenen Stellen machen wir das tatsächlich. Wir setzen quasi so ein bisschen Mosaiksteine zusammen und alles passiert aber von außer die Sourcing der Rohwaren in Europa. Mhm. Okay, und da ist dann trotzdem irgendwie Zucker mit drin? Also du tust da auch irgendwie Industriezucker rein oder nicht? Oder? Nee, das ist, als Süßungsstoff benutzen wir Xylitol und Stevia. Das sind Zuckerersatzstoffe, wie sie eigentlich fast in allen Kaugummis heute genutzt werden. Zum einen, weil es dann zuckerfrei ist und zum anderen auch, weil Xylitol eine karieshemmende Wirkung im Mund hat. Das heißt, also deshalb sind die ganzen Kaugummis, die man heute so kaut, Zahnpflege-Kaugummis, weil das Xylitol Kariesbakterien angreift. Und das nutzen wir natürlich auch für Forrest Gump. Also der Kaugummi ist, das Kaugummi ist zuckerfrei und halt eben ohne Plastik. Okay, aber am Ende ist es jetzt ja schon noch ein Business. Du musst jetzt auch Umsätze generieren. Also du willst, das sponsert dir ja keiner oder hast du Investoren dahinter? Nee, ich habe Unterstützer am Anfang gehabt, um das Ganze aufzubauen. In allererster Linie habe ich aber mit Banken in Köln, Kreissparkasse Köln zum Beispiel, zusammengearbeitet und der Bürgschaftsbank NRW, die das Ganze mitfinanziert haben. Und natürlich ist es ein Business Case. Wir wollen eine Kaugummi-Revolution starten und wir wollen A, den Menschen zeigen, was in herkömmlichen Kaugummi ist und wir wollen zeigen, dass es eine gute Alternative gibt, die von der Performance, vom Geschmacksbild, von der Kauintensität mit Plastik-Kaugummi mithalten kann. Und das haben wir geschafft. Wir haben ein gutes Produkt gemacht mit einer eigenen CI, wir wollen darum eine Marke bauen und eben halt auch damit klar Geld verdienen und aber auch möglichst viel Gutes tun. Gutes tun heißt? Also in allererster Linie wollen wir einen Haufen Plastik Müll vermeiden. Weil man dann halt nicht mehr Plastikmüll ausspuckt? Sondern genau, ja. Also 560.000 Tonnen Kaugummi werden weltweit jedes Jahr gekaut und ausgespuckt. Das ist eine ganze Menge. Und um 900 Millionen Euro geben die deutschen Kommunen aus, um Gehwege vom Plastik zu reinigen. Also das sind so Dimensionen, wo man sagt, das ist der Wahnsinn, was da an Müll entsteht durch den Konsum von Kaugummi. Und auch wenn es so ein kleines Produkt ist, eigentlich hat es einen wahnsinnigen negativen Einfluss auf die Umwelt. Das vermeiden wir zum einen. Und zum anderen beernten wir die Bäume, wo wir das Chicle rausziehen, nachhaltig. Das heißt, wir nehmen einen Teil des Saftes raus, lassen den Baum danach sich erholen und beernten den dann in der Zeit wieder so, dass er keinen Schaden nimmt. Das hat zum einen den Vorteil, dass es Sinn macht, den Baum nicht abzuholzen. Wir haben also, wir geben dem einen neuen Wert, ihn zu schützen. Und das hat vor allen Dingen auch den Zweck, mit lokalen Communities zusammenzuarbeiten, mit Menschen, die uns bei der Ernte helfen, die darum wieder ein Einkommen generieren und langfristig sich auf die Zusammenarbeit verlassen können. Wie viel Geld brauchst du denn bisher hierher, um schon mal so weit zu kommen, wie du jetzt bist? Also was haben dir die Banken da in Köln an Darlehen anvertraut? Das sind so Anfang sechsstellige Summen, die wir da. Das reicht schon. Also, das heißt, mit so 100, 200.000 Euro kommt man schon recht weit. Naja, man kann sicherlich auch noch mehr einsetzen, aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, aus uns selbst heraus zu wachsen, so gut es geht. Und den Weg verfolgen wir gerade. Sparsam zu sein auf der einen Seite, natürlich, aber vor allen Dingen uns auf die Stärken und auf den Umsatz zu verlassen, den wir jetzt generieren wollen und können. Wie viele Menschen arbeiten aktuell schon bei euch? Wir sind insgesamt zu viert gerade und in Teilzeit zum Teil und auch in Vollzeit. Und verkauft jetzt schon an Händler? Ja.
Wir haben gestartet gleich mit der Rewe Invest, Rewe Westdeutschland. Famila Butnikowski haben unsere Produkte. Da hattest du ein bisschen den Vorteil, dass du die schon alle kanntest aus der Charity und genau. Lemonade-Zeit? Also zum Teil kann ich die Leute schon und zum Teil habe ich die Menschen einfach kennengelernt und die Einkäufer, die Partner kennengelernt und überzeugt. Wir sind gerade bei mit Rossmann in der Kooperation, das heißt, ja. Wir sind in 400 Rossmann-Läden und in Zukunft bei Rewe de Go National. Und was kostet jetzt Michael, wenn ich jetzt im Rewe bin oder im Rossmann bin, was kostet dann so eine Packung? 1,30 €, das ist unser UVP, das ändert sich ein bisschen, also mal 1,39 mal 1,29 so im Schnitt. Was kostet ein vergleichbarer, schlechter Kaugummi, sag ich mal? Um 1 €, also 90 Cent bis 1 €, 1,10 € ungefähr. Aber wir reden von der Packung, ne? Also mit wie viel sind da drin, 12 Stück oder so? 10 bis 12 Stück meistens, ja. Also wir haben 10 Stück in der Packung, 20 Gramm. Und meistens sind in herkömmlichen Kaugummi-Riegeln, je nachdem, es gibt ja diese großen Boxen, aber die meisten Riegel haben auch so ungefähr 10 Kaugummis drin. Also wir sind so 20 bis 30 Cent teurer als herkömmlicher Kaugummi. Also 30% teurer ist ja schon eigentlich, ne, bei den kleinen Summen nicht ganz so stark, aber eigentlich ist es schon 30% teurer, ist schon ein Wort eigentlich, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir haben super gute Rohwaren, wir haben einen Prozess, wo wir auf Nachhaltigkeit achten. Wir können es tatsächlich gar nicht günstiger machen und trotzdem sind wir noch kompetitiv im Vergleich zu herkömmlichen Kaugummi, der im Markt ist. So ist zumindest das Feedback von den meisten Partnern, aber vor allen Dingen auch von den Kunden und tatsächlich verkaufen wir auch ganz gut. Also dementsprechend, glaube ich, haben wir da den richtigen Preispunkt gesetzt. Wir machen halt einen Unterschied, indem wir wirklich ein nachhaltiges Produkt auf den Markt bringen. Und das aber auch realisieren das die Menschen dann, wenn sie, weiß nicht, an der Kasse steht und einen Kaugummi mitnimmt, dann seid ihr da und dann ist da irgendwas anderes. Dann sieht man ja im Zweifel auch erstmal, das ist ein bisschen teurer oder so. Oder habt ihr ein besonderes Logo, habt ihr einen besonderen Look? Was setzt euch ab? Also wir haben auch zum einen darauf geachtet, dass wir klar kommunizieren auf der Packung, was drin ist, also dass wir plastikfreies Kaugummi sind, dass wir zuckerfrei sind und dass wir pflanzliche Zutaten verwenden. Das ist schon mal auf also den ersten Blick richtig. Packungsdesign ist bei euch schon richtig wichtig. Total. Und wir haben uns natürlich vorher auch angeguckt, wie ein Kaugummi-Regal aussieht und haben uns die einzelnen Farbcodes angeguckt, die dort stehen und haben uns für ein Design entschieden, was sehr plakativ ist, bold und klar und deutlich kommuniziert, was wir als Marke sein wollen. Und das wird sich dann auch für den zukünftigen Sorten halt fortführen, dieses Farbspiel. Welche Sorte habt ihr denn jetzt? Minze, aktuell. Nächste Woche kommt eine kleine Sonderedition raus und mit einem tollen Partner. Und genau, und so werden wir das Ganze weiterspielen. Genau. Aber kannst du nichts zu sagen? Kann ich gerne machen. Hey, wer ist der Partner? Wir werden das offizielle Kaugummi des Wacken Festivals. Okay. Und das heißt, wir bringen ein komplett schwarzes Kaugummi, innen und außen komplett schwarz. Schwarze CI, unsere CI im Grunde genommen, aber dann auf Wacken angepasst, so dass es für beide Partner super aussieht und möglichst viele Leute anspricht, die da Lust auf so ein ganz, ganz besonderes Produkt haben. Das wird auch eine limitierte Edition werden. Also ihr habt schon die Marketing-Tricks schon verstanden, also limitieren, Kollaborationen, ungewöhnliche Sachen machen. Wir müssen kreativ sein, weil wir gegen einen 35 Milliarden Umsatz schweren Konkurrenten spielen. Also wir wissen wirklich, es hat einen Marktanteil von 80% in Deutschland, 45% alleine ist nur Wrigley's Extra. Wir müssen also ein bisschen was einfallen lassen. Wir können nicht einfach sagen, guck mal, wir sind jetzt hier die nachhaltige Alternative, sondern wir wollen schon eine lebendige Marke schaffen, die uns Spaß macht, die den Menschen draußen Spaß macht, für die wir gerne stehen, beim Nachhaltigkeit, aber auch beim Branding. Und das haben wir umgesetzt bisher, finde ich. Und ja, das ist cool. Und so soll es weitergehen. Und da gehören auch Kollaborationen zu. Und mit Wacken das jetzt mega. Wir werden pro Packung einen Baum pflanzen in Honduras. Wacken selber, die Wacken Foundation engagiert sich schon lange Zeit eben für nachhaltige Projekte. Daraus ist auch diese Idee entstanden. Und das passt voll zu uns. Okay. Und jetzt Direct-to-Consumer auch ein Thema. Also ihr verkauft jetzt über den Handel. Das ist ja erstmal logisch. Gerade bei so kleinen Einheiten muss man sich auch immer klar machen. Wenn das dann irgendwie 1,30 Euro kostet, dann ist ja die Marge für euch jetzt in absoluten Zahlen erstmal sehr klein, nehme ich an. Ne? Mhm. Wie viel Prozent Marge hat man bei so einem, wenn man durch den Handel durchverkauft? Was bleibt denn bei euch hängen? Ach,
das kommt ein bisschen drauf an, ehrlich gesagt, mit welchem Partner man zusammenarbeitet, aber wir können selber von dem Produkt leben und können unsere Kosten decken. Wir haben irgendwie Möglichkeiten, auch im Marketing was zu machen, aber wir sind natürlich bei dem Produkt, mit dem wir jetzt arbeiten. Es ist ein sehr engmargiges Produkt, wenn man das so sagen kann. Es geht immer über die Menge und dementsprechend müssen wir halt und wollen auch eben mit möglichst vielen Partnern möglichst schnell zusammenarbeiten. Aber direkt den Kunden zu erreichen, macht dann vielleicht überhaupt Sinn oder keinen Sinn? Ich meine, ihr habt jetzt eine Website schon mal, ne, ja, habe ich gesehen, forestgum.de. Genau. Bei GoDaddy registriert, hoffe ich. Ganz genau. aber ist das mehr oder weniger, soll das dauerhaft eine Infoseite sein oder habt ihr die Hoffnung, dass ihr auch irgendwie wirtschaftlich sinnvoll Kunden direkt angehen wollt? Doch, super gerne. Also wir haben jetzt gerade einen ganz tollen Partner, mit dem wir auch weiterhin zusammenarbeiten wollen. Goodbye, also Goodbye, wieder Kauf. In Berlin sitzen die und mit denen arbeiten wir sehr viel zusammen, was den Store anbetrifft. Wir haben noch keinen eigenen Store. Natürlich wird das irgendwann für uns auch interessant werden, müssen wir machen. Das Konzept dahinter haben wir aber tatsächlich noch nicht. Wir sind ja quasi erst vor einem Jahr jetzt gestartet, haben uns sehr stark auf den Handelsmarkt fokussiert und auf eben Online-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und in Zukunft wird es sicherlich so sein, dass wir auch eine eigene Website kreieren, beziehungsweise einen eigenen Shop kreieren wollen und dort das Ganze platzieren möchten. Aber dafür müssen wir noch ein Konzept erarbeiten, so ein richtiges, wo wir sagen, da stehen wir voll dahinter, da haben wir Lust drauf. Aber macht das, kann man sich, ich kann mir kaum vorstellen, wie sich das rechnet, wenn man dann da irgendwie eine Packung dann irgendjemandem schickt, also muss ja dann schon irgendwie größere Mengen oder so denken. Genau, ja, also wir wollen Bundles, wir sollten dann Bundles kreieren oder wir sind gerade dabei, das zu rechnen, wie man das machen kann, dass es sich halt von der Logistik her lohnt, ne? Dass die Versandkosten und das ist irgendwie der. Wie war das denn bei deinen vorherigen Firmen? Da musste man dann auch, konnte man auch nicht eine Flasche Charity kaufen, da musste man dann irgendwie eine Kiste oder 10 Kisten oder sowas, ne? Genau, im Mehrwegbereich, Mehrweg-Glas-Pfand-Bereich Onlinehandel zu machen, ist ganz schwierig. Okay. Aber wir haben jetzt zum Beispiel bei Forest Gum ja ein super Packmaß, ne? Also 20 Packungen zu verschicken wäre eigentlich kein großes Thema. Mhm. Aber es muss sich halt eben rechnen, es muss sich lohnen, die ganze Abwicklung muss sich lohnen und da arbeiten wir dran, dass wir das kreieren können. Aber ich habe da mega Bock drauf, direkt mit den Kunden natürlich zusammenzuarbeiten. So, dass es halt ins Konzept passt. War denn Forest Gum noch frei? Konntest du direkt wegregistrieren oder musstest du das irgendwie kaufen? Die DE schon, die kommen nicht, ja. Hast du es gekauft? Aha. Und was musste man da hinlegen? Das waren, ich glaube, wir haben, tatsächlich ging das noch, 3.500 Euro bezahlt oder so. Und wer hatte die? Konnte ich nicht richtig zuordnen. Also hast du dann irgendwie bei irgendeiner... Ersteigert, ja. Okay, ja. Okay. Ja, das war ganz gut, dass es noch geklappt hat. Und der Name Forest Gum, hast du selber ausgedacht, oder? Ja. Ja, ich habe mir natürlich ausgedacht, das war so ein Aha-Moment. Ich hatte so eine kleine Liste, aber ich war noch gar nicht so ganz konkret am Namen konzeptuell suchen. Ich glaube, ich bin Auto gefahren und habe Musik gehört und irgendwann hat so ein Aha-Moment gehabt und habe es aber gedanklich gleich verworfen, weil ich gedacht habe, geht nicht. Klar, weil Anlehnung an einen Film, den viele kennen. Und dann habe ich mich mit Anwälten darüber unterhalten und festgestellt, dass es dann doch geht. Es geht ja um die Produktkategorie, in der man registriert. Und dementsprechend hat das doch funktioniert und das ist jetzt safe für uns und damit können wir arbeiten. Okay, ja. Okay. Und Amazon, sag mal, da ein paar Worte, seid ihr schon bei Amazon? Nee, noch nicht. Aber auch ein Thema? Auf jeden Fall. Wir müssen es uns angucken, wie gesagt, was wir eben gesagt haben, dass es sich für uns lohnt und dass es sich in der Abwicklung funktioniert. Aber grundsätzlich wäre, gerade was das Thema Abwicklung und Logistik anbetrifft, Amazon natürlich ein starker Partner. Oder zum Beispiel auch Avocado. Das ist auch eine Plattform, mit der wir jetzt langsam zusammenarbeiten wollen und wo wir unsere Produkte platzieren wollen. Avocado Store. Genau. Für nachhaltige Produkte sind die extra, ne? Genau, und das passt irgendwie total gut zu uns. Wir haben aber sonst online auch ganz tolle andere Partner. Memo, alles vegetarisch oder original und unverpackt. Also wir merken schon, dass das Produkt auch online funktioniert. Wie gesagt, der Fokus wird immer natürlich am Ende des Tages der Präsenzhandel sein, aber wir wollen alle Möglichkeiten, die wir haben, vor allen Dingen über die Kollaborationen und ein großes, spannendes Sortiment, die Chancen nutzen, die wir halt im online-digitalen Business haben können. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall beides für uns sehr relevant werden. Aha, aha. Okay, aber es heißt jetzt,
das ist noch Zukunftsmusik, also das soll erstmal noch passieren. Jetzt, aktuell ist das wirklich die reine Infoseite, da habe ich jetzt nichts übersehen. Das ist, der Webauftritt ist noch recht schlank. Ja, genau. Also das ist das, was wir aktuell mit unseren Möglichkeiten machen konnten. Und es spiegelt, finde ich, auch ganz gut die Marke wieder, so wie wir sie sehen. Das Design, so wie wir sehen, haben wir, und das war super wichtig, wunderbar online gespiegelt, so dass ich finde, dass man ein gutes Markenbild bekommt und vor allen Dingen auch über eine gute Navigation alle Infos schnell bekommt, die halt relevant sind, die der Marke, die Marke wiedergeben. Also was machen wir im Thema Nachhaltigkeit, die Fragen, die du gerade gestellt hast, was steckt eigentlich in einem Produkt drin, wo wird es auch vertrieben etc., so dass die Leute schnell sich durch die Seite navigieren können, und das wollen wir in Zukunft eben ausbauen und uns dafür Konzepte überlegen, dass wir dann eben das Thema online noch intensiver spielen und dass es nicht nur eine reine Infoseite ist, sondern zum Beispiel auch vielleicht wir Blogbeiträge, Content kreieren, der relevant ist für die Menschen, die sich eben für die Geschichte von Forscam interessieren. Und gibt es bei euch so eine Art Influencer-Konzept? Also ich meine, man kann sich ja vorstellen, es ist eine gute Sache, dass dann irgendwelche reichweitenstarken Accounts, Personen das zeigen oder euch da alles supporten? Ja, also wir haben eine Start-Next-Kampagne gemacht letztes Jahr, zu der haben uns wahnsinnig viele tolle Freunde und Influencer in aller Größe aus allen verschiedenen Bereichen supportet. Das war mega, also das ging von eine Kicken-Challenge mit Micha Fritz von Wirken Aqua und Annemai Kantereit, die da mitgemacht haben, über ganz tolle Influencer aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Influencerinnen vor allen Dingen, die das Produkt platziert haben und überhaupt erstmal über das Thema Plastik im Kaugummi aufgeklärt haben und dann halt eben auch zu uns verlinkt. Das ist ja natürlich auch ein guter Inhalt, den man super gut spielen kann. Das haben wir gemacht, und jetzt wollen wir im Herbst auf jeden Fall auch nochmal eine Kampagne fahren mit Partnern online, die das Thema eben weiterspinnen für uns. Genau. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Aber das macht total Sinn für uns, halt mit Leuten, mit meinungsstarken Leuten zu kooperieren, Inhalte aufzuarbeiten, zu produzieren und halt eben nicht nur die Marke in den Vordergrund zu stellen, sondern eben auch das Thema, bist du eigentlich darüber bewusst, was du konsumierst, und hast du schon mal über Alternativen nachgedacht? Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber würdest du jetzt anderen Gründern raten, die jetzt auch über, sagen wir mal, ein Lebensmittelprodukt nachdenken, immer so erstmal einen Handel und dann vielleicht Amazon und dann einen eigenen Shop? Oder wie wäre so, wäre es ein Tipp, den du geben würdest? So? Mm. Oder im Food-Bereich? Oder ist das so eine Erfahrung, wie du sagst? Ja, ich würde sagen, also es macht total Spaß, mit einem Handel zusammenzuarbeiten, weil es, weil in verschiedenen Bereichen natürlich ein krasses Bewusstsein auch in den Einkaufsstrukturen, aber auch in den Geschäftsführungen dafür da ist, dass man halt eben alternative Produkte platzieren sollte und auch alternative Produkte zu den großen Playern, den marktbeherrschenden Playern irgendwie aufbauen sollte. Da erfahren wir ja super viel Unterstützung, habe ich eben schon gesagt, mit Rewe zum Beispiel oder Rossmann oder aber Famila Butni. Das ist großartig. Trotzdem glaube ich, wird der digitale Markt, und da gibt es ja auch Player, die jetzt irgendwie in den Markt reingehen, im Food-Bereich immer stärker werden. Und da sollte man dabei sein in irgendeiner Art und Weise und sollte zusehen, dass man sich platziert. Aber es muss halt funktionieren von der Abwicklung her. Wir können ein Produkt, was so niedrigpreisig ist wie unseres, müssen wir in so gute Pakete packen, dass es sich halt von der Abwicklung und von der Logistik her rechnet. Und das ist, finde ich, im Food-Bereich eine Riesenherausforderung. Wir sind ja super lange haltbar als Beispiel. Wir haben ein tolles Packmaß. Bei uns müsste es eigentlich funktionieren. Und wir verkaufen auch im Moment am stärksten online tatsächlich, also als Einzelaccount. Aber trotzdem ist es natürlich eine Herausforderung, Food-Logistik zu machen und das Ganze digital abzuwickeln. Wie viele Units verkauft ihr denn aktuell? Wir haben so ungefähr im Monat, was machen wir, 25.000, 30.000 Packungen, die wir verkaufen. Okay, also das heißt, das ist noch so, der Umsatz ist dann so 1 Euro? Ungefähr, genau, und wir liegen so bei um die 30.000 Euro, die wir aktuell Umsatz machen pro Monat, und würden das gerne im Laufe des Jahres pro Monat steigern, verdoppeln. Verdoppeln? Ja. Okay, das heißt ihr dann... Irgendwie Richtung Oktober, November, dass wir auf 55.000, 60.000 Euro gehen, was den Umsatz pro Monat anbetrifft. Das heißt, ihr knackt dann im nächsten Jahr dann irgendwann die Millionen Umsatzmarke? Wenn es gut läuft. Das wäre schön.
Wie viele Menschen essen denn in Deutschland Kaugummi? Also der Markt in Deutschland ist 750 Millionen Euro groß. Also 790 Millionen Euro werden jedes Jahr in Kaugummi umgesetzt in Deutschland. Also das heißt, Menschen kaufen für das Geld Kaugummi? Genau, ja. Das ist auch nicht, gar nicht so viel, ne? Also ich meine... Ja, ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall ein Markt, in dem es eine Nische gibt für alternative Produkte, das sehe ich ganz klar. Also wenn ihr 10% davon bekäme, dann wären es 80 Millionen was. Das wäre schon ein richtiges Wort. Da würde ich mich nicht beschweren. Aber ist das bei euch im Businessplan so drin? Nee, also Businessplan ist ja auch relativ, ne? Wann soll das sein? Also ich sehe das schon, dass wir, dass 10% Marktanteil für alternative Kaugummis in Deutschland geben wird und muss. Sehe ich voll. Also ich sehe gar keinen Grund, warum nicht, weil es gute, nachhaltige Produkte geben wird. Wir sind eins davon und ganz vorne dabei und auch von der Qualität her, von der Performance, vom Produkt her am nächsten dran zu herkömmlichen Kaugummi. Also ich glaube, wir haben da riesen Chancen, uns in dem Markt zu platzieren und eine gute Alternative zu sein. Und deshalb sehe ich nicht einen Grund, warum nicht auch 10%, 15% nachhaltige Kaugummi-Produkte sich im Markt etablieren sollten. Aber nochmal, es ist halt eine sehr große Herausforderung, in diesen Markt reinzugehen. Die Kassenzonen, Impulszonen im Supermarktbereich sind sehr stark besetzt, sind sehr gewohnt. Da hat sich lange Zeit nichts verändert oder wenig verändert. Das muss man jetzt aufbrechen und das werden wir versuchen. Kombiniert mit den Möglichkeiten, die wir im Digitalen haben. Jetzt hast du ja schon mehrere Firmen so erlebt in der Frühphase. Was würdest du Leuten raten, die jetzt auch irgendwo sitzen und sich überlegen, soll ich jetzt mal es auch versuchen, ich habe jetzt vielleicht nicht die Idee zu einem Kaugummi, aber zu irgendwie einem anderen Artikel, was sind so deine, weiß nicht, Learnings, wo du sagst, das ist das, was ich gerne weitergebe, wenn ich gefragt werde oder wenn mich, weiß nicht, die Tochter meines Nachbarn anspricht oder so? Also in allererster Linie muss das Produkt, wenn man im Food-Bereich irgendwie was sich durchsetzen will, glaube ich, muss das Produkt extrem gut sein und eine extrem spannende, gute und durchdachte Marke aufgebaut werden. Ansonsten hat man es wahnsinnig schwer. Ich kriege immer wieder mit, dass auch Gründer oder aber Startups versuchen, in allererster Linie über das Soziale und das Ökologische quasi den USP zu treiben. Und das reicht eigentlich nicht, weil dafür interessiert das noch zu wenig Leute. Man muss also ein wirklich gutes Produkt haben in allererster Linie und eine starke Marke. Und wenn man dann das Sozial-Ökologische noch mit reinbaut, auch wenn es vielleicht für einen persönlich das Wichtigste auf der Welt ist, so ist es für mich. Ich will gar nichts anderes mehr machen als nachhaltige Produkte oder Businesses aufbauen. Ist es trotzdem nicht genug, nur damit zu spielen. Das heißt, das sollte an allererster Stelle stehen. Und und dann Durchhaltevermögen, langen Atem und am besten ein mega gutes Team. Und da bin ich ganz gesegnet, weil ich habe super coole Kollegen und ein ganz tolles Team zusammen und mit denen macht das wahnsinnig viel Spaß. Und den brauchen wir auch, um es langfristig durchzuhalten. Es gibt ja sozusagen in diesem Gründerumfeld immer diese Gleichung, wo man sich fragt, was habe ich für Customer Acquisition Costs und was habe ich für eine Customer Lifetime Value? Und da hätte ich jetzt gesagt, aus der Ferne betrachtet, das ist also die Gleichung, die man ja eigentlich jedem Gründer rät, irgendwie zu hinterfragen. Ne? Also was kostet mich dann für meine Idee oder das Produkt, das ich im Kopf habe, was kostet es mich da wohl dafür, einen neuen Kunden zu finden oder einen neuen Kunden zu gewinnen und wie lange bleibt mir der Kunde treu und was kann ich mit dem Kunden verdienen? Das muss ja irgendwie in Relation stehen. Wenn ich jetzt auf das Business drauf gucke, dann denkt man, jemand, der diese Formel sozusagen im Kopf hat, der schüttelt den Kopf und sagt, das kann ja nie funktionieren. Also Customer Acquisition Cost, Wahnsinn, dass jemanden dazu zu erziehen, ein neues Kaugummi zu kaufen, wahnsinnig teuer. Und dann Customer Lifetime Value, das kostet irgendwie eine Packung 1,30. Wer weiß, ob er es wieder kauft. Also eigentlich ist es ja gegen alle Regeln, die so ein normaler Gründer beachten sollte. Ja, das ist die Frage, wie wir den normalen Gründer definieren. Ich mache das aus Überzeugung. Ich glaube an das Segment und auch an das Produkt. Natürlich auch ein Stück weit an das, was wir bisher geschaffen haben. Und ich glaube einfach, dass wenn wir aus dieser Perspektive an alle Sachen rangehen, die wir gründen oder die gegründet werden, dann werden wahrscheinlich irgendwie relativ wenige verrückte und sinnvolle, aber auch verrückte und Dinge gemacht, an die man erstmal nicht geglaubt hat. Ich glaube, die Formel macht total Sinn, wenn man die
wenn das Business läuft, perspektivisch raufsetzt, um zu gucken, wie können wir uns optimieren an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn man damit reingeht, ich mache was, was mir von vornherein halt diesen Mehrwert bietet und ich von vornherein abschätzen kann, in 5 Jahren mache ich da den Exit oder sonst was, dann würde relativ wenig Spannendes, Nachhaltiges gegründet und dementsprechend gehen wir nicht naiv da dran. Wir haben das schon irgendwie mit einem guten Business Case hinterlegt, aber es wird nicht einfach. Aber mit dem richtigen Glauben dran und ich glaube auch mit der Arbeit, die wir bisher machen, können wir uns durchsetzen und können zumindest einen Teil des Marktes auf die gute Seite holen. Macht ihr viel PR? Gibt es viele PR-Anfragen? Ich habe das Gefühl, auch gerade so nachhaltig bereits, ist ja berechtigt, da gibt es halt viele Journalisten, die sagen, Mensch, interessant, was machst du denn da, das ist ein Bericht wert. So. Es gibt ja die Geschichte auch von den Einhorn-Gründern, den Kondomen, sowas, also die auch versuchen, oder sehr erfolgreich über PR irgendwie ihre Firma aufzubauen. Das klappt da natürlich hervorragend. Ist es bei dir auch so, dass du regelmäßig das Telefon klingelt und irgendeine Zeitschrift oder Zeitung ruft an oder GoDaddy ruft an oder so und sagt irgendwie, wir wollen dich im Podcast haben oder da irgendwie mit dir sprechen? Hast du sowas regelmäßig? Ja, es kommt schon vor, auf jeden Fall. Also ich bin da auch extrem dankbar für. Wir hatten einen Artikel in der FAZ oder der WDR hat ganz früh einen super Beitrag über uns gemacht. Wir haben mit Vergnügen über Stadtmagazine und aber auch Mopo oder Hamburger, ja Mopo war es genau, berichtet. Also es sind viele Zeitungen, die das Thema Plastik in Kaugummi aufgreifen, weil das eine News ist, weil das einen redaktionellen Inhalt hat, weil es halt auch einen Mehrwert hat und dann uns irgendwie mit in den Kontext bringen und über die Geschichte von Forstkamp selber auch erzählen. Also das passiert schon und da sind wir sehr dankbar für und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das gerade erst der Anfang ist. Ich glaube, dass wenn das in noch mehr Köpfe kommt und noch mehr Leute sich darüber bewusst sind, dass sie gar nicht wissen, worauf sie rumkauen, dass sie auf Plastik kauen, auf Erdöl, das auch wieder ausspucken und das wenig appetitlich und wahrscheinlich auch nicht richtig gesund ist, werden sich noch mehr Leute mit dem Thema beschäftigen. Und dementsprechend größer wird die Aufmerksamkeit werden. Wir sind Early Mover in diesem Markt und das, wie du sagst, ist ein Segment, was man fast neu aufbaut, nachhaltige Kaugummis. Das ist Da haben wir hohe Acquisition-Kosten, wir haben hohe Einstiegskosten. Wir müssen erstmal Märkte öffnen. Ne? Ja, wir müssen erstmal Bewusstsein schaffen, dass es das Produkt überhaupt braucht. Ja, ja. Und das ist natürlich ein Riesenberg an Arbeit. Aber es macht halt Bock und uns als Team macht das Spaß. Wir kriegen mega gutes Feedback und gefühlt stehen wir wirklich noch immer ja vollkommen am Anfang. Und Merkst du, dass die Händler jetzt nachordern verstärkt? Also siehst du, das heißt, die sind happy und sagen, okay, jetzt nächsten Monat will ich halt mehr von dir haben. Absolut. Also wir haben Nachfragen nach neuen Sorten. Wir sollten unser Portfolio irgendwie ausweiten. Das ist auch die nächste Challenge, die wir haben. Die Händler geben uns einen extrem umkämpften Platz. Also ungefähr 8% oder 8% des Umsatzes im Kassenbereich werden auf 1% der Fläche gemacht. Also der Impulsbereich ist hoch lukrativ und rentabel. Also da muss man erstmal auch als verantwortlicher Category Manager sagen, ja, ich schmeiß was Etabliertes raus und stell was Neues rein. Wie lange hat man in der Zeit, sich zu beweisen? Also wenn man da die Chance bekommt, lassen sie sich dann da einen Tag stehen und gucken, wie viel es gekauft haben und dann sagen, war zu wenig? Oder geben die dir 3 Tage Zeit, dich auf so einer Fläche zu beweisen in der Kasse? Nee, das kann ich noch gar nicht beantworten, weil wir ja gerade erst in den Testphasen sind. Ich hoffe, die geben uns länger Zeit. Nee, das ist schon, also man braucht eine Zeit und man braucht als Händler sowohl online als auch offline den Willen, dieses Produkt auch erfolgreich zu etablieren. Und der Konsument, der in einem Bereich ist, in dem er so stark sich an bestimmte Marken gewöhnt hat, an bestimmte Produkte gewöhnt hat, braucht eine Zeit, um sich umzugewöhnen. Und das wissen die Händler aber auch. Was kannst du denn also 3 Tage reicht nicht. Du musst ein halbes Jahr müsstest du mindestens testen. Und das sind die aber bereit auszuhalten, weil die hätten ja was anderes wieder hinstellen können, was dann mehr Umsatz erzeugt. Genau, aber wer weiß, wie das sich in die Zukunft entwickelt. Und dadurch, dass viele Händler gerade sich in dem Bereich ausprobieren, kann man auch ein Stück weit nicht sagen, ich verschließe mich dem total. Und das ist ja auch das, was ich eben meinte, das Gute, dass viele Händler von sich aus sagen, ja, wir wollen Alternativen, wir wollen jungen Unternehmen die Chance geben, wir wollen Food. Das ist auch so ein bisschen die Hülle der Löwen Einfluss, habe ich das Gefühl. Seit es die Sendung gibt, gibt es ganz viele neue Food-Startups, Suppen, alles Mögliche, die so ein bisschen diese ganzen Supermärkte auch irgendwie beleben. Ja, also total, ja. Und es ist wirklich ein Beleben. Es ist und es ist ja auch interessant, dass nicht alles aus einer Hand kommt, sowohl für den Einkauf als auch für den Handel. Als solches, das ist schon strategisch. Das heißt, man hat auf einmal ein Argument gegen Wrigley's zu sagen, wenn ihr uns nicht folgende Einkaufskonditionen zubilligt, dann nehmen wir halt noch mehr ab bei dem Kollegen aus Köln mit den sozusagen
nachhaltigen Gummis. Ja, Plastikfreien. Ja, kann gut sein, weiß ich jetzt nicht. Könnte natürlich, die Kategorie zu einer gewissen Relevanz führen, wenn Natural Gum gekauft und nachgefragt wird. Das ist natürlich Konsumentenentscheidung, also die Leute da draußen entscheiden, ob es soweit kommt, wenn sie es kaufen oder sich für eine Alternative entscheiden oder halt eben nicht. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, dann kann das sicherlich auch eben strategisch ein Vorteil sein für den Handel. Gib nochmal Leuten einen Tipp, die jetzt zuhören und die vielleicht auch irgendwie an den Handel ran wollen, weil das ist jetzt ja deine Magic Source, dass du die schon alle kennst, aber du hast sie auch mal aus dem Nichts aufgebaut, damals bei deinen vorherigen Firmen. Wie wendet man sich an so Einkäufer? Das sind ja auch am Ende die, die wirklich über den Erfolg einer Firma zum Teil gerade am Anfang mitentscheiden. Wenn du es schaffst, gelistet zu werden bei Edeka, bei Rewe, Familia, wie sie alle heißen, Rossmann, dann hast du auf einmal eine wertvolle Firma, dann hast du gewonnen. Wenn die alle sagen, nehmen wir nicht, dann hast du gar keine Chance eigentlich. Mhm. Wie muss man sich da, schreibt man denen eine Mail, ruft man da an, gibt es da eine Messe oder wie kommt man an solche Einkäufer ran? Messen sind super wichtig, gerade wenn man Messen findet, in denen man so ganz innovative Ecken hat. Wir waren zum Beispiel dieses Jahr auf der ISM, das ist eine Süßwarenmesse in Köln, die einen ganz speziellen Food-Startup-Bereich gehabt hat und da hat man, finde ich, einen hochqualitativen Kontakt gehabt. Ansonsten ist es aber auch tatsächlich extrem viel, wenn man wirklich bei Null anfängt und gar kein Netzwerk hat, dann muss man tatsächlich über die Null gehen oder die Info-Ad. Da hat man eine Chance. Ja, doch, macht auf jeden Fall. Sinn. Ja, also das ist sicherlich nicht, wenn du bei der globalen Einkaufskette irgendwie versuchst, sofort zu landen, aber sicherlich kannst du bei, es gibt tolle lokale Handelsketten, und die wiederum, wo der Zugang zum einfach gar nicht so schwer ist. Da muss man halt eben den ersten Pitch landen, die Aufmerksamkeit bekommen, die E-Mail entsprechend schreiben und hoffen, dass das der Moment richtig ist. Da kommt es natürlich auch extrem drauf an. Aber einen anderen Weg gibt es sonst nicht. Es gibt natürlich auch Vertriebsgesellschaften, die dir viel versprechen und dir die Türen öffnen. Und manchmal ist das sicherlich auch sinnvoll. Aber wenn man selber die Marke aufbauen will, auch die Platzierung mitbestimmen will, wenn man wissen will, wo stehe ich, wo steht mein Produkt und wo werde ich präsentiert, dann macht man es am besten am Anfang selber. Wenn ich jetzt in deiner Rolle wäre, ich würde ja versuchen, tatsächlich irgendwie noch größer im Influencer-Bereich anzugreifen und zu sagen, das schicke ich jetzt Leuten zu, denn bei Kaugummi ist es ja so ein sympathisches Problem, das kann ja jeder auch posten und sagen, guck mal, was ich hier bekommen habe. Eigentlich meint man, das ist schon vorbei. Ne? Wenn man jetzt, glaube ich, wenn Influencer Schuhe zugeschickt bekommen oder T-Shirts, wird nicht mehr so eben gepostet, weil da ist einfach zu viel und dann werden sofort hohe Honorare verlangt für einen Post oder für ein Produkt zu zeigen, wenn man einen größeren Account hat. Aber ich hätte gesagt, bei Kaugummi mit der Geschichte, wenn man das jetzt den, weiß ich nicht, Lena Gerkes, Lena Meyer-Landruths und wie sie alle heißen, oder auch Männern zuschickt, dann würden die das vielleicht witzig finden und posten. Hast du es mal probiert? Voll, ja, das probieren wir. Also das können wir definitiv auch noch ausweiten, aber wie ich eben meinte, zur Crowdfunding-Kampagne haben wir das sehr viel gemacht und wir sind immer dankbar und suchen immer nach Leuten, die Lust haben, das zu unterstützen, senden aber auch Pakete raus, informieren jetzt zu dem Launch unserer neuen Sorte. Aus dem Musikbereich ganz viele Leute, die kriegen dann schöne kleine Pakete geschickt mit irgendwie 2-3 Packungen, einer tollen Karte und irgendwie einer Story zu Forrest Gump. Und das funktioniert auch tatsächlich. Also es gibt schon viele Leute, die das dann aufgreifen, posten aus Sympathie zum Produkt, wie du sagst. Ja. Und das machen wir intensiv, wie so gut wir es schaffen mit unserem kleinen Team, aber das machen wir sehr intensiv, ja. Und macht es vielleicht Sinn, so Hochfrequenzorte auch in der Offline-Welt zu suchen und da irgendwie die sozusagen Kaugummis zu verschenken und zu zeigen, so Branding vor Ort zu machen? Was gibt es da für Orte? Oder ich hätte jetzt überlegt, irgendwelche Bahnhöfe in bestimmten Städten, Gegenden, wo sozusagen auch genau die Menschen leben, die zu passen, Festivals vielleicht. Macht ihr da solche Sachen? Also gut, Festivals ist ja schwierig offensichtlich, aber ja. Nee, wir haben tatsächlich mit die ersten Kunden neben den Händlern waren Universitäten. Wir haben also sehr viel im Bereich Mensen und Cafés gemacht, von Tag 1 an, auch so ein bisschen aus der Historie von mir mit Lemonade. Und Universitäten sind super Multiplikatoren-Plattformen, ne? Unfassbar, ja. Also und vor allen Dingen sind die Studentenwerke offen für alternative Produkte, weil sie natürlich selber daran interessiert sind, aber vor allen Dingen halt eben auch von einer sehr lautstarken alternativen Szene in der Studentenschaft getrieben werden, also motiviert werden, auch die Produkte umzustellen. Und das macht für junge Marken total Sinn, da
auch anzuklopfen. Und dann ist man gleich in einer Universität, wo am Tag 15.000, 20.000 Essen über den Tisch gehen und die Leute alle an der Kasse vorbeilaufen und dein Kaugummi sehen, wenn du das schaffst, da reinzukommen. Und dort haben wir zum Beispiel ganz viel Sampling gemacht schon. War natürlich hart jetzt mit Corona, weil die komplett zugemacht haben alle. Die kommen jetzt hoffentlich bald wieder. Aber das hat für uns für so High-Frequency-Orte, das war so das, was wir in erster Linie gemacht haben. Sampling an Universitäten. Wenn man einmal so ein edgy Produkt hat, dann gehen ja vielleicht auch sogar noch andere Sachen. Also Sampling habe ich verstanden. Ich meine generell Unis, ich habe zum ersten Mal begriffen, wie stark Unis funktionieren als Multiplikationsmotor, als ich die Studievollzeit-Story damals mitbekommen habe, dass die haben ja auch über Universitäten das am Ende hochgefahren, dass da so Campus-Captains und sowas alles. Ja. Also das ist schon sehr stark. Aber ich denke so, man könnte vielleicht noch mehr so auch wirklich Marketing-Stunts machen. Also weiß ich nicht, provokativ oder Flugzeug mit dem Spruchband am Strand in der Ostsee lang fliegen lassen oder so. Mit einem Kaugummi hinten dran als Schweif des Flugzeugs ist dann irgendwie das Kaugummi, das sehen dann halt tausende von Leuten, die am Strand liegen. So eine Ambush-Marketing-artige Sachen. Ist das bei euch irgendwie ein Thema oder ist das auch am Ende zu teuer oder ist es zu wenig planbar? Ich glaube, dass Ideen gibt es da viele, aber ist eine Kostenfrage tatsächlich. Wir müssen halt irgendwie so ein bisschen mit den Mitteln, die wir haben, möglichst kreativ sein. Wir haben zum Beispiel, das war auch Teil unserer Crowdfunding-Kampagne, dass wir so Kaugummi-Cleanup-Aktionen machen, wo wir Kaugummi zum einen vom Boden kratzen, aber auch mit verschiedenen Farbtönen die ganzen Kaugummis mal markieren wollen, die auf der Straße kleben. Wenn du jetzt zum Beispiel vor deinem Supermarkt stehst, du siehst das ja gar nicht mehr, was da eigentlich alles auf dem Boden klebt. Wenn du die immer alle farblich machst und ein Bild draus machst, vielleicht ein kleines Kunstwerk mit verschiedenen Farbtönen, alle nur die Kaugummis verbindest miteinander, gibt es zum Beispiel, kann das ein mega geiles Bild ergeben. Das ist zum Beispiel sowas, was wir Low-Cost extrem gut machen könnten, ne? Oder machen werden jetzt noch. Und das ganze Thema Plastik natürlich aufarbeiten, so dass wir halt irgendwie da versuchen, möglichst gut das plakativ zu spielen. Das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, dass wir mit dem Flugzeug am Strand entlang fliegen. Das wäre richtig geil, aber das ist vielleicht auch ein bisschen pricey. Aber wir suchen immer wieder kreative Möglichkeiten, sowas zu machen. Vielleicht schaffen wir irgendwann mal einen Bungee-Jump mit Kaugummi oder sowas, wer weiß. Das würde eigentlich passen, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber sowas in die Richtung, ich meine, alles, was du mit Gummi und Gummi zu tun hast, kannst du natürlich gut kombinieren, ne? Und kannst du gut irgendwie dann auch plakativ darstellen. Irgendwas, was sich Ewigkeiten durch die Stadt zieht oder sowas, das wären Aktionen, die wir low budget machen könnten und dann halt möglichst viel Aufmerksamkeit dadurch kreieren. Man muss sich ja wahrscheinlich sehr, sehr hochfrequente Orte überlegen und überlegen, wo komme ich da jetzt günstig dran oder wie komme ich da günstig dran. Ja. Das Gute bei euch ist ja, erstmal so aus ganz strategischer Perspektive, du hast ja kaum Streuverluste. Kaugummi ist ja jeder, ne? Also das ist jetzt, du kannst eigentlich nichts falsch machen. Jeder, vielleicht bis, weiß ich nicht, 70 oder 60 oder so, nimmt ja ab und zu mal einen Kaugummi in den Mund. Insofern, da kannst du nichts verlieren. Das heißt, du brauchst einfach Masse. Ne? Ja. Vielleicht gibt es jetzt gerade irgendwelche Flächen, auch in Corona-Zeiten, die nicht besetzt sind, die man günstig bekommen kann, wo jemand auch irgendwie vielleicht einen Werbeflächenanbieter Restplätze hat. Das war okay, bevor ich die Restplätze jetzt leerlaufen lasse oder gar nichts habe oder Eigenwerbung mache, tue ich eine gute Sache und helfe dir. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es sowas im Netz auch gibt, ne? Dass man da war auf Bannerflächen, dass irgendwie Verlage oder größere Vermarkter einfach Bannerflächen frei haben, die sie jetzt während der Konjunkturkrise nicht so weggebucht kriegen, dass man dann da sagt, okay, weißt du was, komm, gib her. Ich hau's drüber. Für dich ist es ja alles hilfreich. Also, total. Es ist ja nicht so, dass du sagst, naja, dann erreiche ich nur die falschen Leute. Es gibt ja fast keine falschen Leute. Und deswegen, also ich hätte jetzt auch gesagt, vielleicht mit Ströer mal sprechen im Bereich Außenwerbung. Ja. Die werden ja wahrscheinlich auch nach wie vor nicht alle Flächen wieder so ausvermarktet haben wie vor der Krise. Ja. Lass ich vielleicht sagen, ist auch eine Kölner Firma, nehme ich dich mit. Ich glaube, das könnte ich mir bei denen gut vorstellen, dass sie sowas machen würden. Nehme ich dich mal mit und auf ein paar sozusagen Billboards mit drauf oder so. Also das wäre so jetzt vielleicht, dass man guckt, wo hat auch jetzt gerade Corona zu irgendwie Ineffizienzen geführt, ne? Wo jetzt irgendwie Lücken entstanden sind, die man gerade dann bekommt, wenn man halt jetzt eine so eine Underdog-Story hat und die sehr positiv ist. Ne? Die jetzt, jeder gönnt dir ja, dass das funktioniert und ich glaube, diese ganzen Werbevermarkter profitieren auch von deinem positiven Image so ein bisschen mit. Ich glaube, das müsste man noch aktiver angehen. Also wenn jetzt ein OMR-Festival wäre, dann würde ich sofort sagen, lauf da mal drüber, da gibt es eine ganze Reihe von Vermarktern, die kann man direkt ansprechen und fragen.
aber man kann die auch irgendwie wahrscheinlich anderweitig kontaktieren und sagen, okay, wo sind Flächen frei? Ja. Gut, gleichzeitig ist halt die Frage, was ist dein Fokus? Ne? Ist der Fokus jetzt sehr stark auf solche ungewöhnlichen Marketing-Momente oder musst du dich wirklich darum kümmern, ganz präzise den Handel happy zu machen? Ne? Da glaube ich halt irgendwelche kleinsten Details zu verbessern. Ich habe das so beobachtet, je besser die Verpackung, je besser irgendwie man an der Fläche, also im Supermarkt dann irgendwie da steht, das weißt du ja besser als ich, ne? Da hilft ja jedes kleine Element auf der Verpackung nochmal mehr und wenn, weiß nicht, irgendwas besser sichtbar ist oder besser lesbar ist oder mehr ins Auge fällt, oder man hat schräge Preise, ich weiß es nicht, wenn die Leute auf einmal stutzig werden, weil du irgendwie sagst, das kostet irgendwie, weiß nicht, 1,34 oder so, 1,34, was ist das denn? Und dann hat es einen Grund oder dann findet man da eine Story zu. Also ich versuche, du musst ja jeden Millimeter quasi ausnutzen, den du bekommst und jeden Mini-Touchpoint, also ich würde auch über sowas nachdenken, als ob man mal einen Cent für die Natur macht oder keine Ahnung, dass dadurch einen schrägen Preis dann bewusst macht. Weil die meisten zahlen es ja eh irgendwie im Rahmen einer größeren Rechnung und damit Karte oder so. Also ich weiß es nicht, aber da muss man, glaube ich, wirklich rein, wie schafft man das, diese Mini-Touchpoints, die man hat. Ich glaube, ich bin jetzt immer so rum, ne? Also es ist ja ein bisschen die Idee des Podcasts, dass man sich ein bisschen brainstormt und gerade so, man dachte ja auch zu diesen Kassensachen so Quengelware, ne? Also dass Kinder das häufig haben wollen. Ich glaube, er hätte den Verdacht, dass man vielleicht auch über einen besonderen Zugang zu Kindern was schaffen könnte. Fällt mir jetzt spontan ein. Also ich habe selber welche und weiß genau, worauf die gucken. Ne? Also wenn man dann da irgendwie einen Feuerwehrmann drauf hat, der dann da irgendwie die Plastik aufmacht, sagt der Papa, warum ist denn der Feuerwehrmann? Dann sagt er, ja, der macht die Plastik am Boden. Ja, das möchte ich gerne haben. Ja, okay, nimm mit. Also weißt du, so, dass man da guckt, was gibt's so für Sachen, die halt Kindern Spaß machen, weil die sitzen ja häufig im Supermarkt genau an der Kasse dann und gucken. Und wenn man da dann was macht, was jetzt genau sich an Kinder richtet und prüft, okay, was ist gerade hip? Also Feuerwehr ist ja seit Generationen offensichtlich hip, aber was ist noch hip in solchen Bereichen? Und das vielleicht irgendwie adressiert und sagt irgendwie, man nimmt jetzt nicht, klar, du kannst jetzt keine Kinder-Disney-Figuren lizenzieren, das ist zu teuer, aber wenn man da andere Figuren erschafft, sozusagen, die so ein bisschen sowieso maskottchenmäßig oder testimonialmäßig, dass du selber den Testimonial erfindest oder irgendeinen, vielleicht hat ja auch jemand sich diese ganzen Checker-Tobis und Checker-Chans, die es bei YouTube gibt, so, dann haben die ja auch Lust zu sagen, hey, ich mach das mit und ich bin dann das Testimonial für deinen Kaugummi. Also jemanden, der da sozusagen sich draufdrucken lässt, den halt Kinder kennen. Ne? Ich meine, die Influencer, die kennen jetzt ja wir, aber die Kinder ja nicht. Also wer sind Kinder-Influencer und die bewusst dort halt druckt und platziert. Ich glaube, das kann ja, weiß ich nicht, an der Kasse die Conversion zu steigern, kann ja wahnsinnig helfen. Also in meiner Fantasie. Ne? Ich meine, ich bin kein Lebensmittel-Einzelhandelsexperte, aber das erscheint mir total naheliegend, dass man so raussticht aus diesen klassischen Kinderschokolades und klassischen Kaugummis und vielleicht Zigaretten oder was da so liegt, Feuerzeugen, indem man versucht, ja, nochmal anders edgy ranzugehen. Vielleicht Kinderzielgruppe, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie richtig ist, zu polarisieren, dass man sagt, okay, ich versuche bewusst dort zu polarisieren. Das ist ja schon, die Welt ist schon polarisierend genug, weiß ich nicht, ob man da jetzt gut beraten ist, bei einer guten Sache jetzt unnötig zu polarisieren, aber man sieht es ja zumindest bei den Kollegen, die True Fruits heißt, ne, die Säfte gemacht haben, auch Lebensmitteleinzelhandel, wahnsinnig erfolgreich, diese sehr provokanten Plakatkampagnen, die gemacht haben, ne? Das ist schon sehr ungewöhnlich, so wie die daran gewandt. Ich würde mal sagen, da war schon wirklich Provokation ein Stilmittel, was denen sehr geholfen hat. Ob das jetzt die haben jetzt aber auch keinen rein sozusagen, ich mache die Welt besser Case, haben einfach da ein sehr gutes Produkt gemacht. Ich glaube, da irgendwo zwischen diesen Extremen, vielleicht kann man auch einige testen. Also das sind so zumindest irgendwie meine spontanen Ideen. Ja, ich finde super. Vielen Dank dafür, weil da nehme ich super viel von mit. Ich glaube, was für uns tatsächlich oder für mich super spannend ist, ist aber der Punkt, an den du gerade schon reingegangen bist, und das ist halt eben Food Business, ist
dass die Verzahnung von Aufmerksamkeit und dem POS, weil man da am wenigsten Streuverluste hat. Wenn wir jetzt eine Streukampagne machen, können wir die super aussteuern. Das können wir auch sehr nah an den Handel ranlegen. Oder mit Valdeco haben wir in Hamburg zum Beispiel schon was gemacht. Das haben wir letztes Jahr gewonnen. Das war auch super. Da hatten wir eine Woche lang 100 City Lights hier in der ganzen Stadt, wo wir Forrest Gump bewerben durften. Das war dieses Jahr jetzt im Juni. Aber was mich super interessiert, sind halt eben auch Maßnahmen, wie man zum Beispiel Digitales und die Methoden am POS verbinden könnte. Wie können wir das schaffen, dass die Leute ihr Handy nutzen, während sie einkaufen und irgendwie einen Link zu Forrest Gump schaffen? Wie können wir sie quasi digital vielleicht sogar zum Regal steuern? Über Aktionen, über vielleicht so eine Art Schnitteljagd oder aber in Zusammenarbeit mit Influencern da wieder die das Teil mit unterstützen, so dass man da was machen könnte, ne? Dass man halt eben die digitale und also die Off- und Online-Welt irgendwo zusammenführt an dem Punkt und dann super zielgerichtet kommuniziert, wirbt und gleichzeitig halt eben auch entweder den Gang in den Supermarkt oder den Gang zur Website irgendwie verbindet. Das wäre halt stark. Und das geht natürlich über Kollaboration. Wir hatten das Thema eben schon. Das ist, glaube ich, für uns mal wahnsinnig wichtig. Ne? Mhm. Und dann halt eben auch über einen Impuls, der offline wie online funktioniert. Ich glaube, online muss ja vor allem der Ort sein, wo du auch über eure Mission erzählst, weil in der Sekunde am Supermarkt ist es ja gar nicht so einfach. Ich glaube, du brauchst online irgendwie ja auch die Kommunikation, dass du den Leuten erklärst, wofür du stehst, was du machen willst, dass die sozusagen einmal eure Mission verstehen. Das ist ja gerade in eurem Bereich nicht einfach. Das muss man erstmal verstehen, warum ihr das macht, ne, und was das Problem ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann am Ende der Zweck der Website und der Zweck von Online-Maßnahmen. Shop hin oder her, ich glaube, der Shop online, der wird nie über jetzt euren Erfolg maßgeblich entscheiden. Das werden wahrscheinlich immer die Handelspartner sein, aber zumindest absehbare Zeit. Aber online diesen Content zu spreaden, sag ich mal, wie auch immer das dann, wahrscheinlich auch, am Ende auch Newsletter aufbauen. Ne? Wahrscheinlich musst du irgendwie alles machen. Hast du schon Retargeting-Pixel eingebaut auf eurer Website? Nee, noch nicht. Das ist ja eigentlich das Naheliegendste, wenn man sagt, okay, ich habe eine Website, irgendwie landen da manchmal Leute drauf, warum auch immer. Dann habe ich die zumindest einmal eingefangen und mache einen Retargeting-Pixel drauf. Das finde ich ist ein Fehler, den viele auch Gründer aus meiner Sicht häufig vergessen, weil es kostet ja fast gar nichts, Retargeting zu machen. Aber dann hat man die Leute permanent, hat man die Erinnerung, welches Kaugummi man kaufen soll. Und du hast sozusagen den Kontakt auf deiner Website. Ja, ist viel wertvoller. Der guckt dich nur einmal drauf und liest es und ist dann wieder weg, sondern den hast du dann quasi in deinem Cookie-Pool und dein Cookie-Pool ist ja fast wie eine Adressdatenbank und kannst ihm immer wieder was zeigen oder immer wieder reminden. Und ich glaube, gerade bei so einer guten Sache, die sich erstmal setzen muss im Kopf, ist so ein Retargeting-Pixel. Also wenn wir jetzt hier rausgehen und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist Quatsch, dann ist das vielleicht das Einzige, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt heute Abend noch, baue ich mir schnell irgendwie Google Retargeting-Pixel ein und hänge ein Banner dran. Dann geht es schon los und du zahlst am Ende des Monats, weiß ich nicht, 20 Euro Retargeting und hast da irgendwie aber echt viel Kommunikationseffekte. Ne? Cool. Das wäre so eine Sache, die ich mir angucken würde. Vielleicht natürlich Adressen einsammeln, dass man da irgendwie schnell einen Schlitz hat, wo man sich informieren kann, dass du Newsletter aufbaust. Das sind ja so die online Content-Sachen, die irgendwie eigentlich naheliegend sind. Ich habe es jetzt gerade am Anfang gar nicht adressiert, weil das ja irgendwie recht klar ist. Aber das finde ich auch irgendwie, sind halt so Sachen, die darf man nicht vergessen. Ja, voll, definitiv. Wie gesagt, wir stehen noch ganz am Anfang und das machen wir aber, also sowas können wir ja wirklich schnell umsetzen. Und viele andere Sachen, die wir jetzt besprochen haben, heute auch. Also da sind viele Ideen, gute Ideen dabei und die werden wir so wir können halt alle irgendwie in die Tat umsetzen. Ich hab's leicht zu reden. Es ist immer, wenn man auf der einen Seite sitzt, ist es immer mal leicht reden. Aber immerhin habe ich ja auch schon mal ein bisschen hier und da probiert, was so aufzubauen. Also insofern mega. Ist es nicht ganz leeres Predigen, hoffe ich. Aber ich drücke dir die Daumen. Es ist natürlich irgendwie ein Top-Projekt, muss man sagen. Spannend zu beobachten, ob das gelingt und wie das gelingt. Ja, Webseite registrieren, loslegen, irgendwas machen. GoDaddy hilft. Wir versuchen weiterzuhelfen hier über das Format. Ja. Bau dein Business. In dem Sinne, vielen Dank, mein Lieber. Und danke dir. Ja, danke euch. Bis bald. Danke. Bis ciao, bald. Ciao. Tschüss.